Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern mit der Drucksache 20/2657. Und das Wort hat Staatsminister Peter Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Zusammenhang mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen transportieren Landesbedienstete ausreisepflichtige Personen häufig auch über die Ländergrenzen hinaus. Insbesondere im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf dem Luftweg ist es regelmäßig erforderlich, ausreisepflichtige Personen zu Flughäfen in anderen Bundesländern zu verbringen. Stand heute können nur Polizeivollzugsbeamte nach den Landespolizeigesetzen Aufgaben bei länderübergreifenden Transporten wahrnehmen. Während in den Polizeiorganisationsgesetzen der Länder nämlich die Befugnisse von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten anderer Länder geregelt sind, fehlen vergleichbare ausdrückliche Bestimmungen für die mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten sonstigen Bediensteten. Bedienstete der Wachpolizei, die solche Transporte erfolgreich innerhalb Hessens durchführen, können daher derzeit aus rechtlichen Gründen nicht in anderen Bundesländern eingesetzt werden. Etwa die Hälfte der Länder setzt zurzeit für den Vollzug von Rückführungen Bedienstete ein, die nicht dem Polizeivollzugsdienst angehören. Das sind in anderen Ländern in erster Linie Bedienstete von kommunalen Ausländerbehörden. Mit dem Staatsvertrag nun kann die Möglichkeit eröffnet werden, dass Transportbegleitung bei länderübergreifenden Abschiebemaßnahmen nicht mehr zwingend von Polizeibeamten geleistet werden muss, sondern dass auch weitere Bedienstete tätig werden können. Dies trägt zu einer weitreichenden Entlastung beim Einsatz von Polizeivollzugsbeamten bei. Meine Damen und Herren, ursprünglich hatte Niedersachsen die Initiative ergriffen und wollte. Kleinen Moment mal bitte, ein bisschen mehr Ruhe, Herr Lambrou, wenn Sie Gespräche führen wollen, bitte draußen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ursprünglich hatte Niedersachsen die Initiative ergriffen und wollte bilaterale Staatsverträge abschließen, unter anderem mit Hessen. Weil wir aus den vorgenannten Gründen gerne hessische Wachpolizisten länderübergreifend beim Transport von Abzuschiebenden einsetzen möchten, standen wir diesem Ansinnen von Beginn an positiv gegenüber. Ich habe daraufhin den Vorschlag unterbreitet, den Staatsvertrag auch für andere Länder zu öffnen, weil das Bedürfnis an der Schaffung einer Rechtsgrundlage zum leistbaren auswärtigen Einsatz von normalen Bediensteten in nahezu allen Ländern besteht. Neben Hessen und Niedersachsen beteiligen sich nunmehr Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz an dem Vertrag. Ein Beitritt der übrigen Länder zu gegebener Zeit sieht der Vertrag ausdrücklich vor. Inhaltlich orientiert er sich stark an dem schon lange bestehenden Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der mit Aufgaben des Strafvollzugs beauftragten Bediensteten der Länder. Diesem Abkommen hat der Hessische Landtag mit Gesetz vom 30. November 1976 bereits zugestimmt. Ich möchte nun an dieser Stelle um die Zustimmung des Hessischen Landtages zum Staatsvertrag durch Erlass eines Zustimmungsgesetzes ersuchen. Der Staatsvertrag kann dann mit Gesetzeskraft veröffentlicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Als Erstes hat sich die Abgeordnete Sönmez von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, hören Sie genau zu. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich meine, es stellt sich zu diesem Tagesordnungspunkt schon die Frage, was soll das eigentlich? Ich meine, was bezweckt die Landesregierung, jetzt zu diesem Zeitpunkt über einen Staatsvertrag debattieren und abstimmen zu lassen, bei dem es um die Erleichterung von Abschiebungen geht, wo es faktisch aber gar keine Abschiebung geben kann? Herr Beuth, Sie haben es selber gesagt, es handelt sich hauptsächlich um Flüge, und Flüge finden bekanntlich ja keine statt zurzeit. Also stellt man sich schon die Frage, was soll das jetzt? Warum muss man uns jetzt damit beschäftigen? Ich meine, wir bekommen hier einen Staatsvertrag zur Abstimmung vorgelegt, das haben Sie auch gesagt, Herr Beuth, das lediglich von 6 Landesregierungen unterzeichnet wurde. Lediglich 6.
und 10 weitere haben diesen Staatsvertrag nicht unterzeichnet. Es wäre schön gewesen, wenn Hessen sich auch zu diesen 10 dazugesellt hätte. Aber ich meine, es ist ja bekannt, wir wissen ja, dass die hessische Landesregierung gerne die Vorreiterrolle übernimmt, wenn es darum geht, Menschen in Not eben ihrer Not zu überlassen. Während Sie aber damit beschäftigt sind, Ihre Abschiebepraxis zu optimieren, leben Menschen, und das nicht erst seit Corona, unter katastrophalen Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern und ertrinken weiterhin im Mittelmeer, meine Damen und Herren. Und anstatt, doch, das ist genau das Thema, und anstatt hiergegen nämlich was zu tun und uns das schon vor Monaten angekündigte Landesaufnahmeprogramm vorzulegen, lassen Sie uns jetzt über so einen Staatsvertrag abstimmen, und den wollen Sie jetzt hier durchwinken. Meine Damen und Herren, mit dieser Haltung machen Sie sich aber mitschuldig. Sie machen sich mitschuldig am Elend dieser Menschen, die in den Flüchtlingslagern elendig vor sich hinkrepieren müssen und die reihenweise im Mittelmeer ertrinken. Sie machen sich mitschuldig mit dieser Haltung. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Es ist ja nicht so, dass zum Thema Abschiebung in Zeiten der Corona-Krise, wo es bekanntlich ja keine Flüge geben kann, die Landesregierung nicht tun könnte. Da ist ja nicht so, dass es dazu nichts gäbe. Aber da wird leider wieder in die andere Richtung gearbeitet. Ich meine, angesichts dessen, dass es faktisch sowieso keine Abschiebung stattfinden können, sollte von diesen eigentlich auch Abstand genommen werden. Dann würde es auch nicht zu solch absurden Abschiebeversuchen kommen, wie diejenigen mit den 2 Iranerinnen. Diese hätten nämlich sollen vom Frankfurter Flughafen abgeschoben werden sollen. Und da es keine regulären Flüge mehr gab, hat man versucht, eigens für diese 2 Personen einen Flug zu chartern, das über 100.000 € gekostet hätte. Und nur durch öffentlichen Druck konnte dieser Abschiebewahnsinn gestoppt werden, meine Damen und Herren. Um genau so etwas künftig zu verhindern, könnte die Landesregierung einen mehrmonatigen Abschiebestopp erlassen und auch die entsprechenden aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen ziehen. Das heißt, keine Haft mehr und auch keine leistungsrechtlichen Sanktionen oder Arbeitsverbote wegen angeblicher fehlender Mitwirkung. Sie wollten genau zuhören eigentlich. Doch anstatt solche Maßnahmen einzuleiten, beschäftigen Sie das Parlament damit, wer an Abschiebeverfahren mitwirken kann und wer nicht. Dieser Staatsvertrag soll ja regeln, dass zukünftig auch Bedienstete an bundesländerübergreifenden Abschiebungen beteiligt werden sollen, die keine Polizeibediensteten sind. Dann gehört es abgeschafft. In der Begründung heißt es, und Herr Beuth hat es ja auch vorgetragen, es wird sowieso schon gemacht, aber man kann es jetzt gesetzlich verankern, dass eben Bedienstete, die keine Polizeivollzugsbediensteten sind, namentlich Wachpolizisten sind, eben an Abschiebevorgängen beteiligt sein können. Ich meine, es ist schon besorgniserregend, dass es gemacht wird und dass es jetzt in Gesetz gegossen werden soll. Es ist schon besorgniserregend, weil das doch recht hoheitliche Maßnahmen sind, die schon mit sehr schweren Grundrechtseingriffen verbunden sind. Und das Angestellten zu überlassen und zuzumuten, die gerade einmal eine 18-wöchige Ausbildung hinter sich haben, das ist schon interessant, wenn man es einmal so sagen kann. Anstatt für gut ausgebildete, ausreichend gut bezahlte und gut ausgebildete Polizei zu sorgen, wollen Sie jetzt Wachbedienstete auch für diese Dienste eben mit einbeziehen. Aber ich meine, gut, für die von Abschiebung. Frau Abgeordnete Sanders, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber für die von Abschiebung betroffenen Menschen dürfte es eigentlich auch egal sein, ob sie jetzt nur von Wachpolizisten abgeschoben werden oder von Polizeivollzugsbediensteten. Für sie ist nämlich und bleibt die Abschiebung ein unmenschlicher Akt, ein Herausreißen aus dem bisherigen Leben und ein gewaltvolles Verbringen an einen anderen Ort, an dem sie nicht sein können und vielleicht auch nicht sein wollen, meine Damen und Herren. Wir LINKE wenden uns grundsätzlich deshalb gegen das Instrument der Abschiebung, weshalb wir auch diesen Gesetzentwurf, der Abschiebung jetzt noch mehr erleichtern soll, ablehnen werden. Vielen Dank.
war ein langer Satz, trotzdem vielen Dank. Ich weitermache. Je weniger hier im Saal sitzen, desto lauter ist es. Herr Abgeordneter Rudolph, Frau Abgeordnete Faeser, ich verstehe jedes Wort hier oben. Also, wenn Sie so lange Gespräche führen wollen, würde ich doch darum bitten, rauszugehen. Als nächstes hat der Abgeordnete Hering von der CDU-Fraktion das Wort. Matthias, das würde uns nur beunruhigen, wenn wir das wissen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Gesetzentwurf für ein Gesetz zum Staatsvertrag. Welch fachliche, trockene Terminologie in Zusammenhang mit einem doch oft emotionalisiert diskutierten Thema. Oft und zu Recht haben wir hier mit Betroffenheit und Engagement zu den Hintergründen von Flucht, Vertreibung, Asylrecht bis hin zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen diskutiert. Emotionen dürfen aber nicht in ungerechtfertigten, polemischen Attacken enden, weil sie damit einen tragfähigen Konsens, eine Lösung auch im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts torpedieren. Frau Sönmez, wenn man etwas klarstellen möchte, auch in dieser Rolle sehe ich mich jetzt auch bei dieser Rede und auf Sie angemessen reagieren möchte, muss man im Grunde eine ganz neue Rede konzipieren, während Sie gerade hier am Pult stehen. Mich würde allein interessieren, was Sie damit meinen mit gewaltvollen Abschiebungen, was Sie dort unterstellen, vielleicht den Bediensteten. Oder ist es damit gemeint, dass es gegen deren Wille? Wollen Sie das sagen, dass das dann immer der Fall ist, wenn ich sage, gewaltvolle Maßnahmen? Kommen wir zur Sache. Gerade heute geht es nämlich um Sachargumente, die dieser Staatsvertrag detailreich und schlüssig vorbringt. Es geht nämlich nicht um Einschränkungen im Asylrecht. Es geht im Grunde überhaupt nicht um das eigentliche Verfahren, tangiert in keiner Weise Bleibesperspektiven. Es geht um die Beseitigung rechtlicher Unsicherheiten bei Maßnahmen, die doch ohnehin durchgeführt werden dürfen, auf rechtsstaatlicher Grundlage. Und das ist ja auch für Polizeivollzugskräfte bereits ländergreifend geregelt. Wenn wir hier so oft das Augenmerk auf unsere Polizeibeamtinnen und Beamten, auf die Belastungen unserer Polizei legen, auf deren Einsätze unzählige Aufgaben und Herausforderungen, dann aber bitte nicht nur fürs politische Profilieren, sondern um Lösungen zu finden. Und genau eine solche Lösung liegt heute zur Abstimmung vor. Bei dieser können wir eigentlich ganz unaufgeregt und ohne Empörungsrhetorik vorgehen. Denn schon mehrere Länder setzen bei Rückführungen Bedienstete ein, die nicht dem Polizeivollzugsdienst angehören. Diesem Polizeivollzugsdienst übrigens habe ich bisher 25 Jahre gerne angehört. Und ich weiß es ja nicht, vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung. Was mich jedenfalls oft umgetrieben hat und jetzt viele Kolleginnen und Kollegen belastet und sie beklagen es, ist, dass gerade die Maßnahmen, die nicht unbedingt Kernaufgabe der Polizei sind, enorm fordern und im täglichen Dienstgeschäft behindern. Dazu zählen nun einmal gerade die besonders zeitintensiven und belastenden Rückführungen, für die dann viele andere Tätigkeiten zurückgestellt werden müssen, vom Dienstplan und Schichtrhythmus ganz abgesehen. Jetzt verfügen wir in Hessen z.B. mit der Wachpolizei über Bedienstete mit teilweise beachtlicher Lebens- und Berufserfahrung, mit eingeübten Kompetenzen, das heißt stetig wachsender Erfahrung, sozusagen als Spezialisten dann, auch empathische Spezialisten auf dem Gebiet der Rückführungen, wären sie eine echte Entlastung des Polizeivollzugsdienstes, auf den doch wahrlich genug Herausforderungen im täglichen Dienstgeschäft warten. Und deswegen, gerade hier und heute auch mal, verdienen unsere Schutzleute nicht nur den ausdrücklichen Dank für ihren Einsatz in diesen angespannten Corona-Zeiten, sondern auch das Beleuchten dieser von mir genannten Mehrbelastungen bei Rückführungen.
Dem sogenannten Zugriff, also dem Erstkontakt dann mit Ausreisepflichtigen, kann der Polizeivollzugsdienst durchaus mit Ortskenntnis und auch einer Gefahreneinschätzung aus der allgemeinen Diensterfahrung heraus einen ersten entscheidenden Beitrag leisten und im Bedarfsfall bei Gefahrenneigung unterstützen. Ich schließe wieder einmal mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit des Staates. In diesem Sinne begegnen in den vorliegenden Dokumenten immer wieder die Begriffe Rechtsklarheit, Rechtssicherheit, Vermeidung von Zuständigkeitslücken, Vermeidung von Unsicherheiten. Unsicherheiten übrigens können wir am wenigsten gebrauchen. Zeigen wir Vertrauen, arbeiten wir mit, helfen wir zu pragmatischen Lösungen für die Rechtsklarheit. Denn im Sinne der Bediensteten, im Sinne der betroffenen Ausreisepflichtigen, aber auch im Sinne unserer rechtsstaatlichen Prinzipien sollte das unser gemeinsames Ziel sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Hering. Als nächstes hat sich der Abg. Gaas für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD steht dem Gesetz zum Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern grundsätzlich positiv gegenüber. Da es Rechtssicherheit schafft und zu einer Entlastung unserer Polizeibehörden führen kann. Ich werde hier weniger auf die formalrechtlichen Fragen eingehen und lieber in der Kürze der Zeit meinen Blick auf die Praxis richten. Denn all diejenigen, die mit dem Thema Rückführung betraut waren oder betraut sind, wissen, dass dies ein sehr sensibles und spannungsgeladenes Arbeitsfeld ist. Daher benötigen Sie als Rückführer ein hohes Maß an Empathie und sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Bedenkt man, dass wir es in der Regel mit Personen zu tun haben, die nicht freiwillig ausreisen und oftmals sogar direkt aus der Justizvollzugsanstalt zum Flughafen verbracht werden. Und das sind keinesfalls immer Dilemma, von denen Sie, Frau Sönmitz, hier immer reden. Diese Personen sind in vielen Fällen zu allem bereit, um ihre Rückführung zu verhindern. Dabei scheuen sie, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, vor nichts zurück. Sie laufen beispielsweise in der Zelle mit dem Kopf vor die Wand. Sie koten sich ein und haben winzige metallische Gegenstände wie etwa Teile von Rasierklingen dabei, um sich selbst zu verletzen. Sie können jederzeit wie aus heiterem Himmel durchdrehen. Deshalb ist es wichtig, dass für solche Maßnahmen nur sehr geschultes Personal hier in erster Linie für das Verbringen der Rückzuführenden zu den Flughäfen eingesetzt wird. Nicht ohne Grund wird bei der Bundespolizei nur auf top ausgebildete Rückführer zurückgegriffen. Wir sollten in Hessen einen ebenso hohen Anspruch an die eingesetzten Personen haben. Es sollten also nur Landesbedienstete eingesetzt werden, die über Erfahrung im Vollzug verfügen oder entsprechend ausgebildet sind bzw. ausgebildet werden. Denn sollte es zu einer Widerstandshandlung kommen oder einer starken Eigengefährdung des Rückzuführenden, müssen die Bediensteten handlungsfähig sein. Das kann aber durchaus auch von Wachpolizisten mit entsprechender Ausbildung geleistet werden. Wir haben in Deutschland bereits auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beim BAMF den Fehler gemacht, kurzfristig auf Mitarbeiter zurückzugreifen, die damals heillos überfordert waren. Diesen Fehler gilt es nicht zu wiederholen und zukünftig zu vermeiden. Wenn also entsprechendes Personal, die richtige Ausbildung
und eine vernünftige Ausstattung zur Verfügung stehen, dann steht auch einer Zustimmung unsererseits nichts im Wege. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Graf. Als nächstes hat sich der Abg. Schauder von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Sönmez, Sie haben Ihre Rede angefangen mit dem Satz, was soll das eigentlich? Und ich muss ehrlich antworten, ich verstehe es jetzt auch nicht. Wir hatten diesen Staatsvertrag geschlossen zwischen 6 Ländern. In 5 Landesparlamenten wurde er schon behandelt. In Niedersachsen wurde der Gesetzentwurf direkt in den Ausschuss überwiesen, in einer einzigen abschließenden Beratung ohne Aussprache einstimmig angenommen, in Schleswig-Holstein 2 Beratungen ohne Aussprache einstimmig angenommen, in Nordrhein-Westfalen 2 Lesungen ohne Aussprache einstimmig angenommen und in Rheinland-Pfalz einmal hier über den Rhein hinweg gab es erst eine Lösung, aber auch die ohne Aussprache. Sie können jetzt sagen, gut, in allen 4 Landesparlamenten sind wir nicht vertreten. Das stimmt, Frau Sönmez. Aber in Sachsen-Anhalt, da sind Sie vertreten. Da wurde es auch 2-mal beraten, 2-mal ohne Aussprache. Gut, da haben Sie dagegen gestimmt, aber zum Thema gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Und dann hat sich auch gezeigt, dass Sie 5 Minuten dafür aufwenden, um uns vorzuwerfen, wir würden Menschen in Not alleine lassen. Das hat a. nichts mit dem Gesetzentwurf zu tun und b. ich finde es wirklich unanständig. Ich finde es vor dem Hintergrund, was das Land Hessen hier im Konsens auch mit allen demokratischen Fraktionen eigentlich im Haus gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Hessen leistet, um eine humane Asylpolitik zu gewährleisten, finde ich diesen Vorwurf hier im Haus wirklich unanständig. Und Herr Kollege Graf, die Schreckensgeschichten, die Sie hier aufmalen, die haben mit der Realität rein gar nichts zu tun. Und deswegen ist es ja auch offensichtlich, dass wir die Polizei entlasten wollen. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn das, was Sie hier herbeifantasiert haben, stimmen würde. Es dient aber weiter nur, Asylbewerber zu diskreditieren, zu stigmatisieren. Das passt in Ihre Strategie. Aber Ihnen das zu erklären, ist bei einer Partei, die mit unserem Grundgesetz und insbesondere mit dem Asylrecht ohnehin auf Kriegsfuß steht, wahrscheinlich vergossene Mühe. Zur Sache haben mein Kollege Hering und auch der Innenminister eigentlich alles gesagt. Ich will es deswegen dabei auch belassen. Wir bleiben noch 2:20. Ich denke, die können wir heute früher in den Feierabend gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Schauder. Als nächstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Faeser, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also auch ich muss sagen, liebe Linksfraktion, ich hätte mir gewünscht, wenn das Thema so wichtig für Sie ist, und ich finde, da gibt es Anlass. Ich gebe Ihnen da recht, Frau Sönmez. Man hätte z.B. über den fehlenden Landesaufnahmeplan reden können. Man hätte das in einem Setzpunkt der LINKEN in dieser Woche einbringen können. Wenn es mit dem Thema so wichtig ist, hätte man das an einer gesonderten Stelle machen können. Ich finde es hier anlässlich des Staatsvertrages unangemessen. Weil hier geht es in der Tat um etwas anderes und um etwas, wo wir mit der Linkspartei auch Seite an Seite jahrelang gekämpft haben. Hier geht es nämlich darum, und da muss ich dem Kollegen der CDU recht geben, hier geht es darum, die Polizeivollzugsbeamten zu entlasten von dieser Aufgabe. Und wir haben oft in diesem Parlament hier darüber gestritten, wie die Landesvollzugsbeamten der Polizei entlastet werden können. Und da war einer der Punkte auch die Rückführung.
Und ich will Ihnen mal was schildern, was zu diesem Thema passt, was uns oft aus der Polizei heraus geschildert wurde. Die Polizei in Hessen hat mir im letzten Jahr sehr häufig den Vorwurf gemacht, ihr Politik trefft Entscheidungen über Rückführungen, über die Frage, wie wir weltweit mit diesen Themen umgehen sollen, und ladet uns Polizei das vor die Füße. Und das ist nicht in Ordnung. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt diesen Staatsvertrag gibt, der nur besonders geschulte Menschen damit betraut, diese wirklich sehr schwierigen Rückführungen auch durchzuführen, meine Damen und Herren. Deswegen werden wir als SPD auch heute diesem Staatsvertrag zustimmen. Ich finde es gut, dass ein solcher Staatsvertrag auch durch die Landesparlamente geht, weil es dann eine andere Legitimation hat. Wir haben an vielen Stellen darüber gestritten, was die Bedeutung des Parlaments ist. Und deswegen finde ich es gut, dass Staatsverträge dann hier auch beraten werden. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass Sie es auch auf die Tagesordnung gesetzt haben. Aber ich glaube, es gibt Grund genug, an anderen Stellen das machen. Und Frau Sönmez, wenn Sie es sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, ich bin nicht dafür, dass wir aufgrund der Pandemie alles, was an Regelungen in anderen Bereichen notwendig und richtig ist, jetzt liegen lassen. Das ist nicht richtig. Und deswegen werbe ich auch in diesem Bundesland wie in allen anderen Bundesländern, wo das einstimmig beschlossen wurde, um Zustimmung für diesen Staatsvertrag. Wir werden das jedenfalls tun. Unserer Verantwortung vor allen Dingen für die hessischen Polizeivollzugsbeamte wird die SPD an dieser Stelle gerecht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Abg. Faeser. Als nächstes hat sich der Abg. Müller aus Heidenroth von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann mich meiner Vorrednerin in weiten Teilen anschließen. Ich glaube, es ist gut, dass wir das Thema hier diskutieren. Ich glaube, der Beitrag der LINKEN ging zu einem anderen Thema, weil das ist zwar, es gibt Berührungspunkte, weil es um Abschiebungen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen geht, aber die Ausführungen, die Sie hier eben gemacht haben, werden dem Anliegen hier in keiner Weise gerecht. Und deswegen wäre ein anderer Anlass, ein eigener Antrag, was auch immer, die bessere Idee gewesen, wenn Sie Ihre Kritik hier loswerden wollen. Meine Damen und Herren, hier geht es darum, die entsprechende Qualität bei den Abschiebungen zu gewährleisten, auch die Vollzugspolizei zu entlasten von dem hohen Aufwand, der damit verbunden ist, und vor allen Dingen eben auch Rechtssicherheit zu schaffen. Und all das wird mit diesem Staatsvertrag erreicht. Und deswegen werden wir diesem Staatsvertrag auch zustimmen. Das macht Sinn, es ist gut für die Polizei, und es gibt ja dort genug Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass wir gerade Personalüberschuss hätten in der Form, dass wir nicht wüssten, wie wir die freie Zeit auf den Revieren verbringen, sondern es ist das Problem, dass wir immer noch eine erhebliche Anzahl an Überstunden haben, dass wir immer noch eine hohe Auslastung, eine hohe Belastung haben. Und wenn diese Maßnahme hier dazu beiträgt, dass sie nur in gewisser Weise gesenkt wird, dann ist es richtig, diese Maßnahme auch zu treffen und zu gehen. Deswegen, meine Damen und Herren, will ich uns gleich 3,5 Minuten schenken. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20/2657 zur weiteren Beratung in den Innenausschuss.